Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Kaufmann, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit der heutigen ersten Lesung des Doppelhaushalts beginnen wir sozusagen die letzte Runde der Haushaltsberatung dieser Legislaturperiode. Wir befinden uns demgemäß im haushaltspolitischen Finale und somit genau am richtigen Zeitpunkt, mal einen kurzen Blick auf die Haushaltsentwicklung in den vergangenen Jahren zu werfen. Meine Damen und Herren, wir erinnern uns, oder Sie sollten sich erinnern an den Herbst 2013, als die Koalitionsverhandlungen zwischen der CDU und den GRÜNEN zu den Finanzfragen vor folgendem Hintergrund stattfanden. Im Jahr 2013 hatte das Finanzierungsdefizit planmäßig rund 1,5 Milliarden € betragen. Und für 2014 enthielt der beschlossene Doppelhaushalt einen Kreditbedarf von mehr als 1 Milliarde €. In dieser Situation formulierten wir als wichtigsten Punkt und erste Aufgabe im Koalitionsvertrag das Bekenntnis zu einer nachhaltigen Finanzpolitik und damit für eine Wiedergewinnung umfassender staatlicher Handlungsfähigkeit. Die Aufgabe bekam auch deshalb von uns oberste Priorität, weil alle wussten, dass die bisherigen Konsolidierungsbemühungen zumindest noch nicht hinreichend erfolgreich waren, um die Verschuldung abzubauen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unter der Vorgabe der Konsolidierung mussten wir eine Vielzahl von Maßnahmen in Form von Budgetkürzungen ins Auge fassen und dabei auch im Personalbereich zu Einsparungen kommen. Ganz einfach deshalb, weil dort fast die Hälfte aller Aufwendungen anfallen. Deshalb konnte man die Konsolidierungsmaßnahmen dort nicht weglassen. Meine Damen und Herren, selbstverständlich haben wir auch die Einnahmeverantwortung wahrgenommen, und zwar aktiv wahrgenommen. Daran sollte erinnert werden, und insbesondere diejenigen, verehrter Kollege Schmidt, müssen daran erinnert werden, die bei der Einnahmeentscheidung sich mal wieder der Verantwortung verweigerten. Denn Sie, Sie werden es noch wissen, haben der Grunderwerbsteuererhöhung nicht zugestimmt. Sie haben sie abgelehnt. Meine Damen und Herren, dies gibt mir Anlass zur Wiederholung eines wichtigen Hinweises an die Kolleginnen und Kollegen der SPD. Ohne Einnahmeverbesserung führen höhere Ausgaben nicht zu einer Verringerung, sondern stets zu einer Erhöhung des Kreditbedarfs. Sie sollten diese Grundregel der Arithmetik endlich verstehen, verehrter Kollege Schmidt, und nicht bis zum nächsten Antrag gleich wieder vergessen. Auf jeden Fall waren Beschimpfungen der Koalition und Verdammung unserer Besoldungspolitik durch die Opposition keineswegs ein Mangel. Und es lässt sich ja auch sehr schön polemisieren und Stimmung machen, wenn man möglichst allen alles verspricht und die Verantwortlichen der Koalition, der Regierungsseite, dann gern als Leute hinstellt, die den Beamten angeblich mit Lust und Eifer in die Tasche greifen, nur um sie zu quälen. Wir haben es selber erlebt, meine Damen und Herren. Es ist erst z.B. wenige Wochen her, dass auf einem beamtenpolitischen Kongress von Verdi der verehrte Kollege Günter Rudolph dort mich mit dem Titel Vater der Besoldungsnullrunde vorstellte und entsprechend madig machen wollte. Nun, mal abgesehen davon, dass ich diesen Titel keineswegs allein beanspruchen könnte, beleidigt er mich auch überhaupt nicht. Er zeigt allerdings, gegen welche Widerstände und polemischen Verunglimpfungen wir die Haushaltskonsolidierung zum Erfolg gebracht haben. Es war und ist nämlich keineswegs eine Missachtung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern es war eine gemeinsame Anstrengung, durch eine vorübergehend restriktive Besoldungspolitik den Haushalt ohne Neuverschuldung auszugleichen, was unser aller Aufgabe war und ist. Meine Damen und Herren, gegen diese Konsolidierungspolitik polemisierte nicht nur die Opposition, auch die veröffentlichende Meinung sah dies häufig ähnlich oder war bestenfalls, wie im Fall der klugen Köpfe, traute man uns einen Erfolg jedenfalls nicht zu. Es herrschte die Erwartung,
dass auch die Politik der neuen, damals noch ungewohnten Koalition aus CDU und GRÜNEN in Zweifel letztlich vor den Protesten zurückweichen werde. Meine Damen und Herren, wir dürfen heute feststellen, dass wir durchgehalten haben und wir uns auch von unpopulären Maßnahmen nicht haben abhalten lassen, um unser Ziel, den Stopp der Neuverschuldung, tatsächlich zu erreichen und dauerhaft zu festigen. Meine Damen und Herren, wir haben somit im Ergebnis, es wurde bereits genannt, im hessischen Budget mehr als 600 Millionen € strukturell eingespart. Wir haben zusätzlich unvorhersehbare Herausforderungen gemeistert und früher als geplant, als ursprünglich geplant, die Neuverschuldung abschalten können. Natürlich hilft uns dabei die gute Wirtschaftslage und der mit ihr verbundenen steigenden Steuereinnahmen. Doch ohne unsere Anstrengungen und die Durchsetzung unserer Konsolidierungsziele, auch gegen Widerstände, hätten wir dies nicht erreichen können. Wir haben jetzt unsere finanzielle Handlungsfähigkeit im vollen Umfang wieder und müssen uns nicht finanziellen Restriktionen immer wieder unterordnen. Und wir wollen diesen Zustand auch, und das sage ich hier ganz deutlich, für die Zukunft bewahren. Und deshalb werden wir die erreichten strukturellen Einsparungen auch nicht wieder aufgeben. Wir werden aktuell und zukünftig unsere finanziellen Möglichkeiten verantwortungsvoll nutzen, um die gesellschaftliche Entwicklung in diesem Land nachhaltig zu stärken. Und der heute zur Diskussion stehende Haushalt zeigt dies ja auch bereits deutlich, was dort möglich und richtig ist. Meine Damen und Herren, deswegen will ich doch noch einmal darauf hinweisen, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der SPD, wenn wir in den letzten Jahren Ihre immer wieder vorgetragenen politischen Forderungen, auch in Form von Anträgen vorgetragenen, so wie sie beantragt waren, hätten umgesetzt, dann hätten wir das Ziel der Konsolidierung niemals erreichen können. Die Mittel wären. Die Mittel wären abgeflossen, ohne die Ziele zu erreichen. Aber die Schuldenbremse des Jahres 2020 käme immer näher, und der Bedarf an Krediten wäre nach wie vor da. Fazit: Mit der Politik der SPD ständen wir fiskalisch jetzt mit gefesselten Händen da. Meine Damen und Herren, nach den Aussagen der SPD und den Anträgen, die ich gerade ansprach, ist ja alles das, was die Regierungskoalition bislang beschlossen hat und umgesetzt hat, stets viel zu wenig und kam sowieso viel zu spät. Der Kollege Schmidt hat auch gerade wieder darauf hingewiesen. Und Sie erkennen daraus, Finanzierbarkeit ist und bleibt offensichtlich ein Begriff außerhalb des Wortschatzes der Sozialdemokraten. Meine Damen und Herren, es stimmt mich durchaus ein bisschen traurig, dass die für alle gleichermaßen geltende simple Erkenntnis, dass man zunächst aus dem Loch herauskommen muss, um anschließend die Sonne genießen zu können, im politischen Wettbewerb so gern missachtet wird. Etwas mehr Geduld, zunächst ein finanzwirtschaftlich stabiles Fundament für das politische Handeln zu schaffen, das wäre sehr angebracht. Dann kann man nämlich auch die Ziele umsetzen, ohne gleichzeitig immer wieder neue Probleme zu verursachen. Wir haben es Ihnen genau vorgeführt, wie so etwas geht. Und insoweit, verehrter Kollege Schmidt, ist auch Ihr, ich nenne ihn deutlich, Irrglaube, dass wir uns am Ende von den Sozialdemokraten dahin hätten treiben lassen, endlich wieder etwas in den Ausgaben zu korrigieren, ein völliges Missverständnis. Wir haben das, was wir angekündigt haben, zunächst die Basis geschaffen, die Verschuldung, die Neuverschuldung beendet und können dann auf dieser Grundlage stabil errichtet die neuen Herausforderungen angehen und Probleme lösen. Und genau das tun wir. Meine Damen und Herren, unser Prinzip, erst aus dem Loch raus und dann in die Sonne, mag gegen aktuelle Forderungen, die immer wieder erhoben werden, sich häufig nur schwer Gehör verschaffen zu können. Aber eine Koalition mit den GRÜNEN, für die ist das richtigerweise maßgebend. Denn es ist der Ausfluss der Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit fordert nämlich bei allen Entscheidungen die inhaltliche Vernunft in den Vordergrund zu stellen, um damit nämlich sicherzustellen, dass die Rationalität bei der Finanzierung von zusätzlichen Ausgaben auch wirkt und keine ungedeckten Luftbuchungen basierend auf politischem Wunschdenken geschehen. Das habe ich aus den Kreisen der Opposition immer wieder hier auch vernehmen müssen. Und genau diese Solidität beherzigt der vorgelegte Doppelhaushalt beispielhaft. Meine Damen und Herren, deswegen möchte ich hier an dieser Stelle die Gelegenheit wahrnehmen,
mich bei allen Beobachtern und Beobachterinnen und bei allen Betroffenen, die auf kurzsichtige Bewertungen verzichtet haben und die Geduld aufgebracht haben, die Wirksamkeit der Konsolidierung abzuwarten, ganz herzlich zu bedanken. Ich sage allen, es war nicht ganz einfach und auch mit spürbaren Verzicht verbunden, aber es hat sich gelohnt, denn jetzt haben wir unsere Handlungsfähigkeiten wiedergewonnen, und alle, die dazu beigetragen haben, können auch zu Recht stolz darauf sein. Meine Damen und Herren, jetzt melde ich mich direkt dem Haushaltsentwurf zu und betrachte, wie in der ersten Lesung üblich, hauptsächlich die Finanzwirtschaft. Der Entwurf, mein Wort dazu, ist epochal zu nennen, denn er leitet die neue Ära ein. Wir leisten Zukunftsinvestitionen und Schuldenabbau gleichzeitig. Wir stärken die Steuergerechtigkeit weiter und verbessern spürbar die soziale und ökologische Lebensqualität in unserem Land. Trotzdem gibt es zu diesem, ich sage mal, Qualitätsbudget erster Güte reichlich kritische Anmerkungen der Opposition. Wir haben ja eben gerade welche vernommen und konnten auch bereits nach der Vorstellung der einzelnen Teile des Haushalts bereits vieles darüber lesen. Meine Damen und Herren, es begegnet uns zunächst die Forderung, angesichts der guten Einnahmesituation deutlich mehr Altschulden zu tilgen. Diese Forderung findet sich pointiert bei der FDP, aber auch natürlich beim Steuerzahlerbund und auch bei den klugen Köpfen. Da wird, das sage ich mal mit meinen Worten, eine alte Weisheit aus dem Privatleben strapaziert, dass man, so man Geld hätte, als erstes seine Schulden bezahlen sollte. Meine Damen und Herren, angesichts der aktuellen Lage auf den Finanzmärkten beschreibt diese Weisheit allerdings für den hessischen Fiskus nicht den optimalen Weg. Ich würde fast so weit gehen, zu sagen, einen Irrweg. Konkret für unseren Haushalt gilt, dass wir Altkredite derzeit für Zinssätze nahe Null umschulden können, gleichzeitig bei Geldanlagen eine deutlich höhere Rendite erhalten. So erzielten wir im letzten Jahr 2016 für die Versorgungsrücklage im Gesamtportfolio eine Rendite von 3,18%. Das war in der Vergangenheit auch schon einmal mehr, aber ist im Vergleich zu Neuverschuldung bzw. Umschuldungszinssätzen deutlich unter 1%, sagen wir mal, eine positive Differenz. Insoweit ein Vielfaches deshalb, als durch Tilgung vermeidbarer Zinsaufwand entstünde. Also besteht die richtige Vorsorgepolitik nicht darin, Altschulden möglichst rasch abzubauen, sondern primär Vorsorge zu treffen durch Rücklagen. Und dies müsste, meine ich, auch in der Opposition selbst einem Juristen einsichtig sein, der ja sprichwörtlich nicht rechnen kann. Wer aktuell eine noch die sofortige massive Schuldentilgung fordert, der fordert faktisch zur Geldvernichtung auf, was ein echter Haushälter nie tun sollte. Verehrter Kollege Schmidt, Ihr Einwurf mit der Rücklagenentnahme beruht einzig und allein darauf, dass Sie den Haushalt nicht richtig lesen können. Vielleicht hätten Sie mal die Erläuterung im Einzelplan 17, Kapitel 1701, entsprechend nachgelesen. Da ist eindeutig deutlich, dass die Rücklagezuführung in 18 steigt und in 19 die Entnahme auch steigt, weil wir einen Teil der Bundesgelder für die kommunale Investitionsförderung darüber abwickeln. Das kann man dort nachlesen. Das Zweite ist, wir geben kein Geld aus der Rücklage für irgendetwas aus, sondern machen einzig und allein einen Vermögenstransfer, in dem die zusätzlichen Anteile an der Nassauischen Heimstätte, also Geldwert zu Geldwert, verschoben werden. Es ist kein 1 Cent Ausgabe dabei. Insoweit erst verstehen, dann kritisieren, nicht umgekehrt, verehrter Kollege Schmidt. Ich komme noch einmal zurück auf das Thema Schuldentilgung. Ich will jetzt hier nicht falsch verstanden werden in die Richtung, wir wollten gar keine Schulden tilgen. Aber wir sagen, und so ist es in der Finanzplanung vom Finanzminister ja auch dargestellt und angelegt, dass wir sozusagen einen systematischen Korridor vorhaben, nicht die Tilgung nach dem olympischen Motto höher, schöner, weiter, sondern in einem sinnvollen Korridor und zugleich natürlich für die
Kredite, die wir nach wie vor auch langfristig haben werden, eine niedrige, langfristige, abgesicherte Zinsbindung uns sozusagen vorzunehmen. Und dies ist in der Niedrigzinsphase, wie wir sie ja zurzeit haben, genau der richtige Weg. Und das ist auch genau der Grund, warum der optimale Zeitpunkt für die Hessenkasse jetzt vorliegt. Die Hessenkasse haben Sie schon einmal gehört, nehme ich an. Wir wollen nämlich diesen Vorteil der langfristigen niedrigzinsigen Bindung der Kredite nicht nur für uns selber nutzen, also für die Landesschuld, sondern wir wollen dies auch für die kommunalen Verbindlichkeiten nehmen. Nämlich dort helfen wir den Kommunen, indem wir ihnen A, Risiken abnehmen und zum Teil auch Finanzierungslast und schaffen ein gemeinsames Programm, um langfristig sinnvoll planmäßig stillen zu können. Meine Damen und Herren, ich komme zu einem anderen Bereich, der finanzwirtschaftlich ja auch ganz wichtig ist. Das sind die Ausgleichsmechanismen, sowohl der Ausgleichsmechanismus zwischen Ländern und Bund als auch zwischen Land und den Kommunen. Zunächst zum Länderfinanzausgleich. Beim Länderfinanzausgleich durchqueren wir mit diesem Doppelhaushalt die Endphase der hessischen Leidensgeschichte eines Spitzenzahlers. Der LFA kostet uns planmäßig noch einmal 4,7 Milliarden €. Ich freue mich deshalb schon sehr auf den Etat 2020. Wenn man da die entsprechende Seite im Kapitel 1701 unter der Haushaltsstelle 612.01 anschaut, dann muss da eine grüne Null stehen. Warum eine grüne Null? Null ist Zero aus dem Roulette. Und wer auf Null setzt, kriegt was. Die alle anderen kriegen nichts. Deswegen gefällt uns die grüne Null am allerbesten. Wir wollen keine Leistung in den LFA ab 2020 mehr geben müssen. Und das ist ja auch so vereinbart. Meine Damen und Herren, das Thema ist dann erledigt. Und auch die so gepflegt unkultivierten Auseinandersetzungen über Ländergrenzen hinweg werden dann hoffentlich verschwunden sein. Schauen wir uns als Zweites also den kommunalen Finanzausgleich an, Kapitel 1720 folgende im Doppelhaushalt. Dieser hat bekanntlich sehr hohe finanzwirtschaftliche Bedeutung, nicht nur für das Land, sondern auch für jede einzelne Kommune. Und in diesem Haus führen wir ja immer wieder Diskussionen über dieses Thema, und das wird auch so bleiben. Schließlich kämpft jeder um ein möglichst großes Stück von Kuchen. Und ich habe es nicht vergessen, dass in solchen Debatten in der Vergangenheit und wahrscheinlich auch in der Zukunft immer gern von der jeweiligen Opposition das Wort kommunalfeindlich über die Lippen kommt. Und das ist ein Anwurf, den habe ich doch gesagt, den prüfen wir einmal anhand der Fakten. Also ein kurzer Faktencheck über den KFA. Wenn man quantitativ den Grad der Zuneigung des Landes zu seinen Kommunen beurteilen will, halte ich es für ein angemessenes Kriterium, sich den Anteil der Finanzmittel anzuschauen, den das Land den Kommunen zu deren freier Verfügung überlässt. Freie Verfügung. Und zwar gemessen an den jeweils bereinigten Einnahmen, die das Land selbst für sich verbuchen kann. Also, wie viele freie Mittel gibt das Land seinen Städten, Gemeinden und Kreisen? Oder noch einfacher formuliert, wie fair teilt das Land sein Geld mit seinen Kommunen auf? So, dann vergleichen wir doch einmal das letzte Jahr einer SPD-geführten Landesregierung. Das ist 1998, also schon 20 Jahre her. Aber dass das so lange ist, hat der Wähler entschieden und nicht wir, wie Sie wissen. Also das letzte Jahr der rot-grünen Koalition, vergleichen wir das einmal und was stellen wir fest? Damals war der Anteil des freien kommunalen Geldes, also die Höhe der Schlüsselzuweisungen, gemessen an den bereinigten Einnahmen des Landes 8,4%. 8,4%. 20 Jahre später, also im Plan 2018, ist nur nicht die absolute Summe, jetzt Euro, damals D-Mark, viel höher. Es geht um den Anteil. Es geht um den Anteil. Es ist immer noch das Gleiche. Der Anteil ist jetzt 11,8%. Das bedeutet nichts anderes, als dass die pekuniäre Zuleigung der Landesregierung zu den hessischen Kommunen im Jahr 2018 um 40% größer war als letztmals unter SPD-Führung. Meine Damen und Herren, wer wollte bezweifeln, dass das Land damals freundlich gegenüber den Kommunen war? Schließlich hatten wir einen sozialdemokratischen Finanzminister und auch Ministerpräsidenten. Also ist das Verhältnis zu den Kommunen quantitativ gemessen jetzt deutlich
freundlicher als damals, wenn man immer davon ausgeht, wie fair wird das Geld geteilt, was insgesamt vorhanden ist. Meine Damen und Herren, ich komme so langsam zum Schluss. Die inhaltlichen Schwerpunkte hat der Finanzminister bereits genannt. Da muss ich mich jetzt nicht vertieft an der Stelle mit befassen. Ich will nur sagen, wir haben den Zustand erreicht, dass viele politische Projekte jetzt umgesetzt werden können und die zum Teil auch schon seit Langem verkündet wurden. Und das scheint der Grund zu sein, warum insbesondere die Opposition, die nichts dagegen halten kann, anfängt, schlechte Laune hier zu verbreiten und nichts als maulen kann. Zu wenig, zu spät, sind alles nur Wahlgeschenke. Verehrter Kollege Schmidt, liebe Kollegin von SPD, Sie eskalieren Ihre schlechte Laune immer weiter und zeigen, wie deutlich verzagt und verzweifelt Sie sind. Deshalb rate ich Ihnen, setzen Sie den Kurs nicht fort, sondern gehen Sie im Lutherjahr. Der nächste Tagesordnungspunkt befasst sich ja auch mit diesem Lutherjahr. Deswegen rate ich eine Weisheit zu einer Weisheit von Martin Luther, der bekanntlich sagt, aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Das sollte die SPD und die Opposition insgesamt beherzigen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Kaufmann, auch für das Zitat. Nächster, ja, wir können ja Luther nicht trügen, das wollen wir jetzt nicht machen. Nächster Redner ist der Kollege Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben es vorhin gehört, der Finanzminister bringt heute einen Haushalt ein, von dem er behauptet, er sei doppelt gut. Man würde einerseits Schulden abbauen und gleichzeitig Investitionen tätigen. Dazu werde ich später noch kommen. Wenn man aber den Finanzminister so hört und auch die Vertreterinnen und Vertreter von Schwarz-Grün, ja, da könnte man den Eindruck bekommen, Hessen sei eine blühende Landschaft, in der glückliche Finanzminister fröhliche eierlegende Wollmilchsauen züchten. Da man aber selbst eierlegende Wollmilchsauen zu Tode reiten kann, will ich mich weniger mit Fabelwesen beschäftigen, sondern mit der Realität in unserem Bundesland. Und ja, Hessen ist ein vergleichsweise reiches Land. Die Wirtschaft wächst und die Steuereinnahmen steigen. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Gleichzeitig wächst die Schere zwischen Arm und Reich. Während 1.400 Hessinnen ein Einkommen von über 1 Million € jährlich beziehen, sind rund 900.000 Menschen von Armut betroffen oder bedroht, und 300.000 Menschen müssen mit Niedriglöhnen schuften. Leiharbeit und Minijobs breiten sich weiter aus. Fast jedes fünfte Kind und fast jeder vierte Jugendliche in Hessen lebt in Armut, und zwischen dem Ballungsraum Rhein-Main und den ländlichen Regionen in Hessen wächst die Kluft. In den Städten mangelt es an bezahlbarem Wohnraum, während Teile des ländlichen Raums zu veröden droht. Busse und Bahnen im Rhein-Main-Gebiet platzen aus allen Nähten, während viele Dörfer vom ÖPNV abgehängt werden. Schulen, Krankenhäuser, öffentliche Einrichtungen sind zum Teil marode oder werden den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht. Die Bildung ist nach wie vor unterfinanziert, der Ausbau der Ganztagsschulen kommt nicht voran, Kita-Plätze fehlen, und der Bildungserfolg ist weiterhin stark abhängig von der Herkunft. Und was machen Sie als Landesregierung? Statt sich dieser Probleme ernsthaft zu widmen, feiern Sie sich für Ihre Haushaltspolitik hier und heute, die auf diese Fragen kaum Antworten gibt. Und auch dieser Haushaltsentwurf bietet keinen Anlass zur Freude. Durch die konjunkturelle Entwicklung können Sie im Vergleich zum Landeshaushalt 2014 mit Mehreinnahmen bis 2019 in Höhe von über 6 Milliarden € rechnen. Unter solch günstigen Voraussetzungen ist selbst eine neoliberale Sparkoalition aus CDU und GRÜNEN in der Lage, Haushalte so aufzustellen, dass sie ohne zusätzliche massive Streichkonzerte auskommen. Aber auch das hat mit Fabelwesen wenig zu tun. Denn die auf den ersten Blick erfreulichen Zahlen sind, anders als Sie behaupten, keine Folge einer nachhaltigen Haushaltspolitik der Landesregierung, sondern sie sind schlicht und ergreifend einerseits das Resultat einer guten Konjunktur, also von glücklichen Umständen, zu denen Sie überhaupt nichts beigetragen haben. Sie sind aber andererseits
Sie sind aber andererseits das Resultat einer Politik, die seit Jahren und Jahrzehnten unsere öffentliche Infrastruktur auf Verschleiß gefahren hat, Sozial- und Personalabbau betrieben hat und unsere Städte, Kreise und Gemeinden zum Kürzen gezwungen hat. Sie nennen das verantwortungsvolle Konsolidierung. Wir nennen das verantwortungslosen Sozialabbau, meine Damen und Herren. Sie haben über Jahre im Bereich des Landespersonalabbau betrieben. Und bis heute stellen Sie die Beamtinnen und Beamten in Hessen schlechter als in anderen Bundesländern. Der sogenannte Schutzschirm für die Kommunen, der war nichts anderes als ein Kürzungsdiktat, das Städte, Kreise und Kommunen gezwungen hat, öffentliche Leistungen einzuschränken, Gebühren und Beiträge zu erhöhen und mit Grundsteuererhöhungen Bürgerinnen und Bürgern zu schröpfen. Und angesichts dieser Entwicklung gibt es keinen Grund, diese Haushaltseinbringung als schwarz-grüne Feierstunde zu zelebrieren. Eine Feierstunde, bei der viele von Ihrer Politik Betroffenen nicht allzu viel zu feiern haben. Damit meine ich die Familien, die von den massiven Grundsteuererhöhungen zur Kasse gebeten werden, weil Sie die Kommunen nicht bedarfsgerecht ausstatten. Ich meine die Beamtinnen und Beamten, die über Jahre auf Besoldungsanpassungen verzichten mussten und auch noch länger arbeiten mussten. Und ich meine die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die mit Kürzungsvorgaben der Landesregierung im Nacken vielerorts nur noch entscheiden durften, in welcher Reihenfolge sie die politischen Grausamkeiten aus den sogenannten Schutzschirmverträgen umsetzen. Genauso sieht es aus, Herr Boddenberg. Es ist ja sehr gut, dass Sie mir zuhören können, obwohl Sie einen Stahlhelm aufhaben. Es ist gut, dass Sie mir zuhören können, obwohl Sie Ihren Stahlhelm so tief aufgesetzt haben. Dieser Logik folgt auch Ihr selbst erklärtes und alles entscheidende Ziel in der Haushaltspolitik. Das ist nämlich die schwarze Null. Diese schwarze Null ist, egal ob sie von den GRÜNEN oder von der CDU oder jetzt oder auch von der SPD kommt, nichts als ein Fetisch von Finanzministern, die ihre Kürzungspolitik dem Anstrich der Gerechtigkeit geben wollen, meist der sogenannten Generationengerechtigkeit. Aber was bitte ist daran gerecht, wenn über Jahre und Jahrzehnte in den Kommunen und im Landtag wichtige Investitionen in die Infrastruktur unterlassen werden? Was ist daran gerecht, wenn man in Hessen ein Schulgebäude im Ort oft daran erkennt, dass es ziemlich heruntergekommen ist? Was ist daran gerecht, dass über Jahre die Steuern für Reiche und Vermögende gesenkt werden und gleichzeitig in Kommunen die Schwimmbäder kaputt gehen oder gleich ganz geschlossen werden? Für zahlreiche Schwimmbäder kommt Ihr viel zu kleines Schwimmbadrettungsprogramm schon viel zu spät. Diese Schwimmbäder sind nämlich bereits geschlossen, meine Damen und Herren. Ich weiß, dass Sie es bei Ihrer schwarz-grünen Feierstunde nicht hören wollen. Aber dieser Landeshaushalt ist kein Erfolg. Dieser Landeshaushalt ist bestenfalls eine Atempause in einem Streichkonzert. Eine Atempause, die nichts, aber auch gar nichts daran ändert, die Schäden, die Ihre Kürzungspolitik und die der Vorgängerregierung, ich erinnere nur auch noch einmal an die sogenannte Operation Düstere Zukunft, also die Kürzungspolitik der letzten Jahre, ist noch nicht einmal geeignet, die wieder zu beheben. Und was passiert denn eigentlich, wenn die Konjunktur abkühlt? Es glaubt doch niemand ernsthaft, dass Sie die Mehrausgaben, die Sie jetzt vor der nächsten Landtagswahl unternehmen, auch dann noch aufrechterhalten, wenn die Konjunktur einmal schlechter läuft. Niemand glaubt dieser Landesregierung, dass sie dann nicht ohne Zögern Stellen im öffentlichen Bereich, Lehrerinnenstellen oder anderswo wieder streichen, wenn das Geld in den Kassen wieder knapper wird. Deswegen ist dieser Haushaltsentwurf eine Atempause, aber ich sehe nicht, dass er mehr ist als eine solche, von einer notwendigen politischen Wende gar nicht zu sprechen. Was Sie hier machen, ist nichts anderes als Schönwetterpolitik. Nehmen wir das Thema Investitionen. Eingangs dafür lobt sich die Landesregierung, der Finanzminister. Sie kündigen in diesem Haushaltsentwurf an, dass das Land die Investitionen auf ein neues Niveau bringen würde. Das ist gelinde gesagt eine sehr gewagte Behauptung. Die Investitionen des Landes planen Sie, und dass diese Investitionen geplant sind, ist ein wichtiges Detail, in einer Höhe von etwa 2,2 Milliarden € insgesamt pro Jahr. Wer glaubt, dass wir jetzt ungeahnte Höhen im Investitionsbereich erreicht haben, der irrt gewaltig. In etwa dieser Höhe hat das Land 2010 investiert. Danach waren die Investitionen beim hessischen Finanzminister leider aber nur Steinbrüche für weitere Kürzungen.
Und auch die Ankündigungen, dass diese Investitionen erhöht werden sollen, sind erst einmal nur Papier, und das ist bekanntlich geduldig. Ob das Geld nämlich tatsächlich in dieser Höhe überhaupt verausgaben werden kann, ist eine ganz andere Frage. Nachdem man nämlich in den vergangenen Jahren in den öffentlichen Verwaltungen Stellen gestrichen hat, fehlt es gerade in den Bauverwaltungen schlicht an Personal. Wir werden also sehen, ob und wie dieses wenig ambitionierte Ziel, die niedrige Investitionshöhe, die jetzt im Plan steht, überhaupt wieder erreicht wird. Wohlgemerkt, Sie haben etwa 6 Milliarden € mehr an Einnahmen als 2014, und Sie wollen die Investitionen um gerade einmal 200 Millionen € erhöhen. Ich finde, das ist bestenfalls ein Tippelschritt in die richtige Richtung, wenn er denn überhaupt gegangen wird. Auch Ihre kommunalen Investitionssonderprogramme bleiben nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, finanziert im Übrigen größtenteils mit Bundesmitteln. Den gigantischen Bedarf, etwa im Bereich der Schulsanierung, werden Sie überhaupt nicht gerecht. Und leider verweigern Sie sich auch einer von vielen Experten geforderten validierten Bedarfsanalyse. Der Bedarf ist nämlich so hoch, dass Sie sich noch nicht einmal trauen, ihn zu bemessen, meine Damen und Herren. Kommen wir zu einem anderen Punkt. Sie werben damit, dass Sie angeblich die Kita-Gebühren abschaffen wollen. Aber der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail. Darüber haben wir hier auch im Landtag schon diskutiert. Ihre Vorschläge in diesem Bereich sind zwar ein Erfolg für diejenigen, die sich seit Jahren und Jahrzehnten eingesetzt haben für kostenlose Kita-Betreuung, sie gehen aber nicht weiter, weit genug. Und im Übrigen hat Ihre Ankündigung auch zu Irritationen und Unsicherheiten in den Kommunen geführt. Sie entlasten die Eltern nur unzureichend. Weder die unter 3 Jahre alten Kinder noch Schulkinder werden berücksichtigt. Für die frühkindliche Bildung über 6 Stunden hinaus fallen weiterhin Beiträge an. Für uns ist völlig klar, Gebührenfreiheit heißt auch Gebührenfreiheit. Das heißt, wer sein Kind in einer Kita betreuen lassen müsste, der darf bei Gebührenfreiheit auch nichts dafür zahlen. Das heißt Gebührenfreiheit. Aber was heißt denn das heißt Gebührenfreiheit für die Landesregierung? Für die heißt es, Gebührenfreiheit gilt nur für 6 Stunden. Wer sein Kind länger betreuen lassen muss, muss auch trotzdem weiter zahlen, es sei denn, die Kommunen legen noch Geld drauf. Und gerade in ärmeren Kommunen bedeutet das dann, dass andere Leistungen wegfallen werden. Und zum Zweiten bezahlt das Land ja keinesfalls die kompletten Gebührenbefreiung für 6 Stunden allein, sondern nimmt den Kommunen dafür auch noch 81 Millionen € aus dem KFA weg, sprich, das Land zahlt auch nur einen Teil. Angesichts der Möglichkeiten, die wir eigentlich haben, ist das ein ziemlich knausriger Trick, um vor der nächsten Landtagswahl noch ein Wahlgeschenk auf Kosten der Kommunen zu verteilen. Und im Übrigen werden ärmere und wohlhabendere Kommunen mit ihrem Modell gegeneinander ausgespielt. Wir hingegen wollen die komplette Gebührenfreiheit für alle und alle Kommunen und bezahlt vom Land und nicht, wie Sie es machen, indem Sie den Kommunen noch etwas wegnehmen. Und auch über zusätzliche Beamtinnen und Beamten bei der Polizei konnte uns der Finanzminister berichten. Hier gilt aber auch eher der Hinweis, endlich. Denn angesichts eines Überstundenbergs, der seit Jahren bei der Polizei angehäuft wird, ist das nichts anderes als ein Versuch, die Schulden, die die Landesregierung bei Beamtinnen und Beamten angesammelt hat, endlich zu verringern. Schöner wäre es allerdings, wenn Sie diesen Schritt für die gesamte Verwaltung gehen könnten, und zwar vollständig, indem man mehr Personal zur Verfügung stellt und die Arbeitszeit auf das Niveau der Tarifbeschäftigten angleicht. Denn Geld für mehr Personal im öffentlichen Bereich scheinen Sie ja offensichtlich zu haben. Anders kann ich es mir nicht erklären, warum Sie das Landesamt für Verfassungsschutz, den sogenannten Verfassungsschutz, weiter auf 370 Planstellen aufblähen. Es heißt ja immer, DIE LINKE die kann nicht sparen. Ohne jetzt aber eine, wie ich finde, sehr treffsichere Bemerkung meiner Fraktionskollegin Janine Wissler zu zitieren, der ich mich im Übrigen voll und ganz anschließen kann, was die Qualität dieses sogenannten Verfassungsschutzes angeht, sage ich Ihnen ganz deutlich, diesen Inlandsgeheimdienst den braucht kein Mensch, und den können und müssen wir uns auch ersparen. Und wie sparsam die Landesregierung mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger umgeht, kann man im Übrigen auch beim Millionengrab Kassel-Calden besichtigen. Jahr für Jahr gewaltige Verluste. Hören Sie doch endlich auf, das Geld dort aus dem Fenster zu werfen. Das wäre einmal ein Beitrag zur Generationengerechtigkeit.
Das Geld hätten Sie dann vielleicht verwenden können, um weitere Sozialpädagogen einzustellen. Das ist ja eines der wenigen Dinge, über die ich wirklich froh bin. Hier haben Sie endlich jahrelangen Forderungen nachgegeben. Sagen Sie es aber nicht zu laut, also das geht jetzt an die Kollegen der CDU, sagen Sie es nicht zu laut in den Wahlkreisen. Sie haben nämlich hier auch eine Forderung aus dem linken Wahlprogramm erfüllt. Nicht, dass noch jemand ausgerechnet die Hessen-CDU aus dem Alfred-Dregger-Haus oder noch schlimmer beim Inlandsgeheimdienst Sie mit der Sympathie linken Ideen verdächtigt. Also passen Sie gut auf, wenn Sie diese Forderungen in Ihren Wahlkreisen verteidigen. Ich bin zwar sehr gespannt, wie schnell Sie diese große Zahl an Fachkräften dann wirklich bekommen wollen, aber im Sinne derjenigen, denen Sie helfen soll, wünsche ich dieser Landesregierung in jedem Fall dabei viel Erfolg. Ich fürchte ja nur, Sie sehen hier Ihre Fehler reichlich spät ein, so wie es Ihnen ja auch im Lehrerinnen- und Lehrerbereich reichlich spät aufgefallen ist, dass da in den Grundschulen Personal fehlt. Da sieht man dann, wie nachhaltig und generationengerecht schwarz-grüne Haushaltspolitik ist, die über Jahre eine demografische Rendite, eine sogenannte demokratische Rendite einplant, die es überhaupt nicht gibt. Im Gegenteil, wir brauchen mehr Personal im Bildungsbereich. Das wird schon jetzt sehr, sehr deutlich. Ein weiterer Punkt, den Sie angesprochen haben, das sogenannte Sozialbudget. Ich muss Ihnen sagen, das, was Sie hier machen, das ist doch dann mehr als enttäuschend. Ja, Sie haben den Vorschlag der Liga aufgegriffen und ein Programm zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt aufgelegt. Allerdings müssen sich Ihre Verantwortlichen für Sozialpolitik in der Koalition schon die Frage gefallen lassen, ob Sie tatsächlich weniger als 3% der Mehreinnahmen für Soziales ausgeben wollen. Hier brauchen wir eine andere Politik. Wir brauchen sie in einer ganz anderen Größenordnung. Dass dieses Sozialbudget, das Sie hier vorlegen, ist kaum mehr als ein Feigenblatt für eine Landesregierung, von der wir wissen, dass sie bei sinkenden Einnahmen zuerst bei den Sozialausgaben ansetzen würde. Doch daran ändert es auch nichts, dass der Finanzminister den Kommunen die Hessenkasse anbietet, an der man im Übrigen schön sehen kann, wie diese Landesregierung Politik mit den Kommunen macht. Erst hat der Finanzminister dafür gesorgt, dass die Kommunen unterfinanziert sind, damit er den Landeshaushalt entlasten kann. Anschließend hat er die Kommunen in ein sogenanntes Schutzschirmprogramm gedrängt, das im Wesentlichen darin bestand, öffentliche Leistungen zu kürzen und Gebühren zu erhöhen. Und jetzt, wo selbst das nicht reicht, um die Kassenkredite abzubauen, da bietet der Finanzminister in einer großzügigen Geste eine Bad Bank für Kommunen an. Diese Bad Bank bräuchten wir aber gar nicht, wenn die Kommunen genügend Geld hätten, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Deswegen, das ist nicht nur die zweitbeste, sondern nur die zweitschlechteste Lösung kommunaler Finanzprobleme. Denn auch hier gilt, dass wir jetzt eine gute Konjunktur mit hohen Steuereinnahmen haben und dass das auch für viele Kommunen gilt, bei weitem nicht für alle. Aber wehe, die Einnahmen sinken, dann werden wir sehen, wie die Kommunalaufsicht die Kommunen wieder zwingt, die Axt an dringend notwendige Ausgaben zu legen. Ich bleibe dabei, wer eine echte Partnerschaft mit den Kommunen will, der muss sie endlich angemessen finanzieren und bedarfsgerecht ausstatten. Insgesamt bleibt dieser Haushalt angesichts der eingangs genannten Probleme weit unter seinen Möglichkeiten. Zu den drängendsten Fragen unserer Zeit hat diese Landesregierung wenig zu sagen. Und weil wir diese Debatte nur wenige Tage nach der Bundestagswahl führen, und erlauben Sie mir, Herr Schmidt, wenn ich dann doch sage, Ihr Lob der Großen Koalition, das hat mich doch ein bisschen gewundert, wenn ich mir dann das Wahlergebnis der Parteien, das Wahlergebnis der Parteien, die Große Koalition bilden, anschaue, dann wäre ich da mit einem Lob sehr, sehr vorsichtig und würde an Ihrer Stelle, verstehen Sie das als wohlgemeinten Rat, lieber kleinere Brötchen backen. Aber in Zeiten, in denen viele Menschen Angst vor dem sozialen Abstieg haben, weil die neoliberale Politik, egal welcher Couleur, den Sozialstaat ausgehöhlt und die soziale Sicherheit schwer beschädigt haben. In Zeiten, wo rechte Hetzer Wahlerfolge erzielen, Stimmungsmache gegen Geflüchtete grassiert, einige die Parolen dieser Hetzer übernehmen, ja, da ist doch ein Politikwechsel für soziale Gerechtigkeit dringender denn je. Eine Politik, die nicht Menschen gegeneinander ausspielt, sondern ein gutes Leben für alle hier lebenden Menschen ermöglicht. Und was in Hessen notwendig ist, ist ein solcher Politikwechsel, der eben auch in der Haushaltspolitik eine entsprechende und notwendige Schwerpunktsetzung betreibt. Das heißt,
Wir brauchen ein echtes Programm für sozialen Wohnungsbau, um endlich mit der Logik zu brechen, der Markt werde es bei der Wohnungsversorgung schon richten und die notwendigen bezahlbaren Wohnungen im Rhein-Main-Gebiet und in den Universitätsstädten zu schaffen. Wir brauchen eine aktive Armutsbekämpfung seitens des Landes Hessen und einen landesweiten Aktionsplan gegen Kinderarmut. Wir brauchen angesichts von Verkehrschaos und Klimakatastrophe eine Verkehrswende, die ihren Namen wirklich verdient, in Form eines Ausbaus des ÖPNV und des Schienenverkehrs, von denen alle profitieren. Wir brauchen Initiativen für niedrigere Fahrpreise. Wir müssen die Idee eines Nulltarifs im ÖPNV weiterdenken, in den Ballungszentren wie im ländlichen Raum. So wie es auch nichts im Landeshaushalt zu der Frage gibt, wie die Infrastruktur in Hessen für das 21. Jahrhundert fit gemacht werden soll, wie wir eine ökologisch verträgliche Energieversorgung schaffen oder wie der überfällige Breitbandausbau denn nun wirklich so bewerkstelligt wird, dass alle Menschen Zugang zum Breitband haben, egal wo sie leben. Wir müssen dringend investieren in unsere Kitas, Schulen und Hochschulen und in unsere öffentliche Infrastruktur. Und wir brauchen, wenn wir hier von Steuergerechtigkeit sprechen, endlich eine Initiative des Landes Hessen für eine gerechtere Besteuerung der Reichen und Vermögenden in diesem Land, damit sich die starken Schultern endlich wieder stärker an der Finanzierung unseres Gemeinwesens beteiligen. Die Einstellung von weiteren Betriebsprüfern ist richtig, das hat auch DIE LINKE schon lange gefordert. Aber was wir darüber hinaus brauchen, das ist doch ein Steuersystem, unter anderem durch die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, ein Steuersystem, das gerechter gestaltet wird und wir endlich Mittel haben, die direkt dem Landeshaushalt zugute kämen, mit dem noch viel, viel mehr an Investitionen möglich werden. Sie aber machen das Gegenteil. Dieser Finanzminister plant mit Mindereinnahmen, und zwar nicht, weil Sie damit rechnen, dass die Konjunktur einbrechen könnte. Na gut, ein bisschen scheinen Sie damit zu rechnen, wenn ich mir die Rede des Finanzministers angehört habe. Aber eigentlich machen Sie Sie planen eigentlich mit diesen Mindereinnahmen, weil Sie schon schlicht die nächsten Steuergeschenke für Reiche und Vermögenden der zukünftigen Bundesregierung mit einplanen. Die in dieser Finanzplanung veranschlagten Mindereinnahmen sind nichts anderes als die Drohung, weiterer Steuergeschenke für Reiche zu verteilen. Und das, meine Damen und Herren, ist alles andere als eine gerechte Politik. In diesen Zeiten, in diesen schwierigen Zeiten brauchen wir in Hessen keinen Stillstand. Wir brauchen keine schwarz-grüne Kuschelstimmung, kein Weiter-so, sondern was wir brauchen, ist einen grundsätzlichen Politikwechsel, eine gerechtere Besteuerung von Superreichen, um ein soziales, ökologisches und gerechtes Hessen zu schaffen. Und das muss sich auch in einer anderen Haushaltspolitik wiederfinden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.